In den folgenden Minuten geht es um den vierten Koalitionskrieg. In den Jahren 1806 und 1807 kämpfte Frankreich mit kleineren Verbündeten gegen die europäischen Großmächte Preußen, Russland, das Vereinigte Königreich und Schweden. Frankreich gewann den dritten Koalitionskrieg nach Napoleons überragenden Sieg in der Dreikaiserschlacht von Austerlitz im Dezember 1805. Allerdings befanden sich das Vereinigte Königreich und Russland weiterhin im Krieg mit Frankreich, wobei zu erwähnen ist, dass Russland so geschwächt war vom Krieg, dass es kaum zur offensiven Militäroperation fähig war. Österreich schied aus dem Konflikt aus, es musste den Diktatfrieden von Pressburg akzeptieren, verlor Gebiete und litt unter militärischen Auflagen. Die Ursache für den vierten Koalitionskrieg liegt allerdings in den französisch-preußischen Spannungen, die wuchsen. Nach dem Krieg von 1805 wurde das Heilige Römische Reich aufgelöst und Frankreich errichtete im Westen des früheren Heiligen Römischen Reiches den Rheinbund, eine Konföderation von abhängigen Satellitenstaaten. Preußen musste im Vertrag von 1805 auf Neuchâtel, Ansbach und seine Gebiete am Rhein verzichten, erhielt aber die Aussicht, Hannover zu gewinnen. Napoleon bot dem Vereinigten Königreich, mit dem er noch im Krieg war, dann an, ihr könnt Hannover zurückhaben, die Stammlande der englischen Könige, im Austausch für Frieden. Und das war natürlich für Preußen nicht mehr hinnehmbar und somit wurde der Krieg vorbereitet. Im August 1806 machte die preußische Armee mobil. Preußen stellte dann im Oktober ein Ultimatum an Napoleon und forderte den Rückzug der französischen Truppen hinter den Rhein. Das war natürlich nicht hinnehmbar für Napoleon und beide Seiten marschierten Richtung Thüringen. Dort kam es zur Schlacht von Jena und Auerstedt, die Franzosen gewannen. Napoleon rückte dann weiter vor, er marschierte in Berlin ein und setzte den Preußen weiter Richtung Osten nach. Im November erklärte Napoleon die Kontinentalsperre, das heißt, es war den europäischen Staaten nicht mehr erlaubt, Handel mit dem Vereinigten Königreich zu treiben. Am 28. November erreichte er Warschau und machte dort Winterquartier. Nun zum Feldzug von 1807. Als erstes zu nennen, dass Sachsen die Seiten wechselte, sich mit Frankreich verbündete und dadurch zu einem Königreich erhoben wurde. Napoleon marschierte mit seinen Truppen Richtung Norden, Richtung Königsberg und dort kam es zur Schlacht bei Preußisch-Eylau, die auf beiden Seiten, auf französischer und russischer Seite, hohe Verluste forderte. Es kam zur Kampfpause, Einschnitt der Kampfhandlungen und beide Seiten verstärkten ihre Truppen, aber wenig später kam es dann zur entscheidenden Schlacht bei Friedberg. Napoleon siegte und Zar Alexander musste den Frieden von Tilsit akzeptieren. Preußen schied mit der Niederlage bei Jena und Auerstedt aus dem Krieg aus. Nun war auch Russland mit dem Frieden von Tilsit kein Gegner, kein Feind Frankreichs mehr. Es wurde zu einem Verbündeten Frankreichs. Lediglich das Vereinigte Königreich und Schweden waren die einzigen beiden Mächte, die sich noch im Krieg gegen Napoleon befanden. Russland, wie erwähnt, ein Verbündeter Frankreichs, wollte sein Machtgebiet weiterhin ausdehnen, führte Krieg gegen Schweden und gewann in diesem Krieg Finnland. Napoleon gründete im Osten das Herzogtum Warschau. Das gab Hoffnung für die Polen, wieder einen eigenen Staat zu haben, aber es war natürlich ein französischer Satellitenstaat. Für Preußen war das Ganze sehr, sehr bitter. Es verlor ungefähr die Hälfte seines Staatsgebiets. Die Gebiete westlich der Elbe fielen an das neu gegründete Königreich Westfalen und im Osten fielen die Gebiete an das, wie erwähnt, eben neu gegründete Herzogtum Warschau. Damit verlor Preußen vorerst einmal seinen Großmachtstatus, aber es war klar, in Preußen war klar, wir müssen Reformen unternehmen, wir müssen was verändern und dann waren natürlich auch die einschneidenden Reformen im gesellschaftlichen Bereich, im Verwaltungsbereich und im Militär, die es Preußen erlaubten, einige Jahre später wieder auf die europäische Bühne zurückzukehren. Napoleon und Frankreich, das Kaiserreich, waren auf dem Höhepunkt ihrer Macht und nun konnte Napoleon die Kontinentalsperre konsequenter durchsetzen, mit einer Ausnahme, mit der Ausnahme Portugals, die weiterhin Handel mit dem Vereinigten Königreich trieben. Und das war eine wesentliche Ursache für die napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel, die von 1807 bis 1814 dauern sollten. Das war der vierte Koalitionskrieg in 5.